Wir stehen jetzt hier am U-Bahnhof Brunnenstraße, Bernauer. Ecke Bernauer Straße. Also eigentlich heißt der Bernauer Straße der U-Bahnhof. Und auf diesem Bild hier, was sehen wir denn da? Ich sehe hier überhaupt gar keinen. Da ist irgendwas zugemauert. Da ist wirklich irgendwas zugemauert, und zwar der Eingang zum Bahnhof Bernauer Straße. Der wurde ja unmittelbar hinter der Mauer, befand er sich. Der wurde auch dann hier weggenommen. Und das U, das blaue U, wie es heute wieder steht, das blieb jahrelang noch stehen mit der Mauer. Sah sehr kurios aus. Dann hat man es aber entfernt und hat die Lücke, die dann die Treppe ging ja darunter, zugemauert, mit Pflaster genau, neben einen Kommandoturm aufgebaut. Und wir sehen ja einen etwas gelangweilten Grenzer, der seinen MP auf dem Rücken hat und weiß wahrscheinlich nicht, wie der Tag ausgeht. Aber hier hinten kann man noch ein U-Bahn-Schild erkennen. So ist es. Das ist der andere Ausgang des U-Bahnhofs Bernauer Straße. Und wir gucken in Richtung auf Berlin, also auf die Invalidenstraße, auf den Rosenthaler Platz. Und damals stand ja noch nicht der Fernsehturm, der heute das Ganze, indem ich beherrscht, die ganze Szene. Aber die Züge sind hier unten gefahren. Und zwar die Westzüge. Ja. Der Senat hat ja an den Osten eine Menge Geld bezahlt, um die Transitlinien zu bedienen, die heutige U6 und die U8. Das waren die sogenannten Transitlinien. Und die fuhren bei die 8 fuhr hier, damalige Linie D, fuhr ohne Halt durch. Also von der Wolterstraße bis zur bis Moritzplatz fuhr die durch. Die U6 hingegen, also die Linie C, die hielt am Bahnhof Friedrichstraße, weil da ein Grenzübergang war, sowohl bei der S-Bahn wie auch bei der U-Bahn. Aber hier waren es reine Geisterbahnhöfe. Reine Geisterbahn. Diese Linie war wirklich eine, die hießen ja alle Geisterbahnhöfe. Und die hatten auch hier am Bahnsteig auf dem Gleis sogenannte indische Teppiche. Das heißt, das waren Drahtmatratzen mit Stacheln nach oben. Dass, wenn einer fliehen wollte, was ja auch mal vorkam, damit er sich die Finger da nicht weiterkam und sich sehr schwer verletzen konnte. Ja. Die waren immer an den Grenzbahnhöfen. Und das ist ja ein Grenzbahnhof. Und hier erkennt man noch am Rand ein Schild. Das und ja das haben wir hier. Die Kuriosität, die der Osten ja auch dann, er machte ja Propaganda. Und hier steht, wer die Staatsgrenze mit Gewalt einrennen will, wer an der Mauer provoziert, macht alles nur noch schlimmer. Das heißt, sie geben zu, dass es eigentlich schlimm ist. Das ist kurios, wahrscheinlich unfreiwillig. Aber diese Formulierungen waren ja meist für uns absolut lächerlich. Denn mit Gewalt wollte niemand die Grenze einrennen, auch von unserer Seite nicht, sonst wäre es ja gegangen. Sondern das war einfach eine Behauptung, die sagen, um sich damit eine Ausrede für ihr Verfahren einfallen zu lassen. Später zum Ende hin standen ja dann diese Schilder nicht mehr da. Nee, das hatte auch wahrscheinlich, wurde das nicht ernst genommen oder vielleicht auch lächerlich gemacht, und es wurde ja auch gezeigt, sodass also der Propagandaeffekt nach hinten losging. Ja. Das war kein Gewinn für das System. Ja. So sehe ich das jedenfalls. Ja, und hier sehen wir auch noch den Eingang nicht und so die alten Häuser. Von hier gingen auch Tunnel, wurden auch hier gegraben, ganz in der Nähe mehreren, wo dann auch einigen die Fluchten gelungen sind, sogar in großer Zahl. Und das Ganze hat 28 Jahre gedauert. Entschieden zu lange. Ja, und nun ist es schon 30 Jahre wieder weg, und darüber können wir eigentlich nur froh und dankbar sein. So ist es, sind wir auch. Also ich bin es auf alle Fälle. Ja. Dann werden wir noch mal einen kleinen Schritt weitergehen. Ja,